So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt. Und zwar handelt es sich hier, wie unschwer zu erkennen auf dem Bild, um das Spiel Refunct. Das ist ein kleiner Ego-Plattformer. Dürfte nicht allzu lange dauern. Wir werden es wahrscheinlich auch durchspielen hier in dem kurzen Angezockt. Entwickelt von Dominik Rieshofer. Habe ich vor einer Weile im Steam-Shop entdeckt, weil es im Angebot war, kostet auch so plus 3 Euro. Und ich darf mich nochmal bedanken. Dieses Angezockt verdankt ihr der lieben Drosselcom, die mal wieder völlig für den Arsch ist. Ansonsten würde ich nämlich heute ein anderes Spiel streamen. Aber mit ungefähr 10% des üblichen Uploads hat sich das heute erledigt. Deswegen gibt es heute Refund. Ich wünsche viel Spaß. Wir sehen uns in ein paar Sekunden im Spiel wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Gibt ja nichts. Ich habe wirklich nur das Spiel gestartet und man landet direkt hier. Wir haben hier noch die Option, wir können mal ein neues Spiel drücken. Ich glaube, das ist schon ein neues Spiel. Ich hatte vor uns bloß geguckt, ob es im OBS läuft, aber genau, es ist schon ein neues Spiel. So. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, eine leblose Welt wieder zu beleben. Was auch erklären würde, wieso die Flächen hier wieder grün werden. Scheinbar keine Anleitung, kein Nichts. Weiß jetzt gerade auch nicht, wie es weitergeht. Ja, jetzt hier. Kommen wir da hoch. So, ein Bildschirm. Aha, kann klettern. Okay. Dann geht's hier weiter. Sehr schön. Oh, die Musik ist übrigens sehr gut. Gefällt mir echt. Ich weiß gar nicht, ob wir alles begrünen müssen oder ob wir auch einfach zum Knopf können. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil jetzt muss ich ja eigentlich nicht auf den Boden. Probier das mal. Ja, es geht auch so. Fällt mir bis jetzt ziemlich gut. Die Musik ist echt nice. Oder oben ist was? Errungenschaft! Hallo! Ja, hallo! Ja. Wir können uns irgendwie ducken. So. Aha. Und da geht's auch schon weiter. Rühren. Ich mache jetzt mal nicht alles grün. Wir können dann nochmal nach den Errungenschaften gucken. Vielleicht gibt es auch eine dafür, dass man alles grün macht. Das werden wir dann gleich herausfinden. Wo ist der nächste Knopf? Da unten. Das ist eine Röhre. Bringt uns zu dem Knopf. Aber ich habe da oben gerade was gesehen. Und hier einfach so hochklettern? Nein. Komm ich denn da hoch? So, ja. So, wo ist der nächste Knopf? Da oben. Zack, ich will den haben, was auch immer er ist. Ich sehe noch einen. Juhu! Es gab noch keine Errungenschaft bis jetzt. Also keine weitere. So, wo geht's denn weiter? Bin immer noch ein bisschen schwer begeistert von der Map. Also von der Musik. Dafür, dass es von einem. Ach, komm schon. Es wurde von einer Person entwickelt. Echt schon nice. Die hätten wir uns. Ach, scheiße. Den hätten wir uns. Vielleicht kriegen wir ihn. Wir sind doch hier auch hochgesprungen. Genau, vielleicht kriegt man auch so. Gut, dann mach ich nochmal. Hier hätte ich gerne alle. Okay, es fährt bis ganz hoch.
Nein. Ist der Knopf? Den Knopf holen wir doch nicht. Den Knopf holen wir doch nicht. Zack. Ah, bin ich zu spät gesprungen? Okay, okay. Warte. Vielleicht können wir hier drüber springen. So. Komm schon. Ah, verdammt. Nein, ich will das haben. Ich will das haben. Ihr wisst es, Leute. Ich kann nicht anders. Ja. Huch. Errungenschaft. Wie geht es dir? Sehr gut. Dankeschön. Ah, es gibt mehrere Knöpfe. Okay. Was passiert bei dem? Oh. Ich geht einfach unter Wasser. Oh. Nächstes. Oh. Hallo. Juhu. Okay, ist echt nice. Wo geht's weiter? Es gibt eine Errungenschaft, das Ganze in weniger als 3 Minuten zu machen. Das weiß ich wohl. Warte mal, da hinten. Hier weiter. Zack. Zack, zack. Hier oben gibt es wieder einen Würfelchen. Juhu. Wie kommen wir jetzt raus? Oh, war das eventuell eine Falle? Ich glaube, wir sind gerade in einer Falle gerannt. Nein, oder? %29. Wir sind in eine Falle getappt. Wir sind in eine Falle getappt. Okay, dann schauen wir das Ganze nochmal neu. Einfach. Die Würfel würde ich halt auf jeden Fall wieder mitnehmen wollen. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, wie man das in 29 Minuten schaffen soll. In 3 Minuten. Ich weiß nicht, vielleicht muss man ja auch gar nicht alle Knöpfe betätigen. Okay, die Würfel sind auf jeden Fall wieder da. Zack. Ich glaube, wir haben auch schon einen übersehen. Ich bin gerade gar nicht sicher. Ah, zack. Zack. Und Knopf. Nächster Knopf. Da oben. So, ja, wie gesagt, ist es nur ein kleines angezockt. Wir werden hier nicht ewig rum experimentieren. War ich da oben schon? Ach, da war klar ein Würfel drauf, ne? Aber ich hab's noch nicht aktiviert. Da hinten ist der nächste Knopf. Gut. Und hepp. Yep. Dankeschön. Und Würfel. Hier ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Was passiert denn nicht? Da passiert gar nichts. Jetzt geht's da hinten weiter. So. Da ist mit dem Würfel an. Nein. Jetzt. So, den Knopf haben wir schon gedrückt. Hab ich gerade einen Würfel gesehen? Da unten ist ein Würfel. Würfel! Hallo! So. Hinten ist der nächste Knopf. Da geht's weiter. Wir sind wieder 2 Knöpfe in dem Würfel. Ach, das war der? Haben wir hier eine Sprungfläche irgendwo? Ja. Ah, das war der. Ja, haben wir vor uns gehangen, genau. Ah, verdammt. Ich will ihn haben. Es tut mir leid für alle, die das nervt, aber ich will den haben. Ach, komm schon. Zack, zack. Ich finde die Grafik übrigens auch sehr schön. Gefällt mir echt gut. Ich mein, das Gras vielleicht nicht so, aber so generell.
Level-Design auch von so. Auch echt schick. So, gehen wir zu dem Knopf. Sind hier unten schon rote Teile? Nein. Upp. Knopf gedrückt. Würfel. Hallo. Ich weiß nicht, wie man das in 3 Minuten schaffen soll. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Hallo. Oh, Würfel. Das ist, glaube ich, die Falle. Ja. Aber wie... Wenn ich das jetzt drücke, hänge ich doch da drin wieder fest. Noch einen anderen Knopf. Oder übersehe ich wieder das Wesentliche? Komme ich nicht hoch? Kann man speichern? Nein. Ah, plus Grafikfehler wahrscheinlich. Ich sehe den Strahl von hier drin. Aber ich komme da hier nicht mehr raus. Ich kann das halt nicht nochmal machen. Das ist doch zu hoch. Hier komme ich nicht hoch. Das ist auf derselben Höhe. Gibt was? Kurz in die Option gucken bei Tastatur. WASD. Ducken und tauchen, klettern, halten, Space, ja. Springen plus Wandsprung? Was? Okay, oh, ja. Wir haben umsonst von vorne angefangen. Ach, okay, shit. Hätte man vielleicht vorher mal gucken sollen, aber na gut. Ja, hier brauchen wir den Wandsprung jetzt auch schon wieder. Und das war klar, da oben ist ein Würfel. Das war absolut logisch, dass der hier ist. Das ist sogar noch einer. Wie komme ich zu dem hoch? Huch! Hier? Oder muss ich auf die nächste Wand warten? Ne, von hier. So, wo geht's weiter? Dort kommt auch gleich ein Knopf. Aber mit dem Wandsprung hätte uns ja mal vorher echt jemand verraten können. Das ist ein bisschen doof, ne? Ich persönlich... ich würde jetzt ziemlich gern mich... viel länger umschauen. Huch, okay, das ist ein bisschen scheiße. Da anders rein? Nee. Huch, wow. Wie gesagt, ich würde mich persönlich ein bisschen mehr umschauen. Weil das soll jetzt auch ja nicht Stunden gehen, ne? Ich will auf jeden Fall einen Run will ich haben. Ich will einmal durchkommen. Also Minimum. Da hinten ist ein Würfel. Wir haben 100 pro schon Würfel übersehen. Also ihr, ich nicht. Ne? Um das mal darzustellen. Und nicht, dass ja jemand denkt, ich hätte was übersehen. So was passiert mir nämlich nicht. Niemals. Aber wie komme ich da hoch? Aktivieren. Gab's so ein Sprungfeld? Genau. Komm ich damit da hoch? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Komm ich hier hoch? Nein. Ja, es war zu spät. Die Musik ist echt nice. Gibt's vielleicht noch einen anderen Weg hoch?
man hier rausfliegen? Das vielleicht noch ein bisschen schneller? Nee. Also doch das Sprungfeld da drüben benutzen. Mal gucken, haben wir hier noch ein Sprungfeld? Noch ein Sauknopf. Oh. Machen wir uns mal den Knopf. Vielleicht können wir dann ein passendes Sprungfeld. Vielleicht ist das ja ein bisschen besser. Verdammt. Komm schon. Ah, verdammt. Na komm. Ja. Errungenschaft. Was treibt dich an? Ja, dieses coole Spiel und die Hoffnung, dass ich was kriege zum Schluss. Was kann ich jetzt hier? Punktesystem gibt? Keine Ahnung. Werden wir nach dem ersten Durchgang sehen. So, wie komme ich jetzt da runter? Muss ich tauchen? Ich muss tauchen. Sehe ich natürlich nicht, wo was dazu gekommen ist. Aber immer noch. Wie bitte in 3 Minuten? What the fuck? So, wo ist denn jetzt überhaupt was dazugekommen? Sehe auch einen Laser. Das verändert sich die Welt gerade? Irgendwie ist es so ein lila Schimmer hier die ganze Zeit. Hä, wo ist denn was dazugekommen? Ah, hier. Oder? Doch, da hinten. Ja, dankeschön. Hui. Achso, müssen wir gar nicht. So. Raus kommen wir hoch. Hup, ich will einfach das Feld. Also, sag ich so. Lange keinen Würfel mehr gesehen. Lange. Hallo? Zack, zack. Zack. Ich weiß, ich wollte die Felder gar nicht machen, aber naja. Ich kann nicht anders. Da unten gibt es bestimmt einen Würfel. Da hinten geht's weiter, da gibt es einen Würfel. Ich guck mal kurz hier unten. Nee, doch nicht. Schade. Huch. Sah für mich aus wie ein gutes Würfelversteck. Können wir schon hier sein. So, zack. Oh, hallo. Ich habe gerade gelernt, dass ich mich gar nicht bewegen brauche. Zack. Zack. Zack, weiß kann. Und zack, weiß kann. Gefällt mir ziemlich gut, ehrlich gesagt. Macht auch Laune. Löffelein. Die Musik ist geil. Die Musik ist echt gut. Da hinten ist ja schon der Knopf. Würfel. Zack. Würfel. Ist das vielleicht das Ende oder ist das ein Sprung? Ne, ist ein Sprungfeld, das ist so wieder so gelb. Ja, meine Güte, ich hab gedacht, das wird so 5 Minuten Video hier. Huch, hallo. Weil da was von einer 8 Minuten Herausforderung und einer 5 Minuten Herausforderung oder einer 3 Minuten stand. Was ist wohl doch was mehr? Unter Wasser gibt's aber keine Würfel, oder? Wie gesagt, einen One hätte ich gern. Was brauche ich dieses Sprungfeld? Ich weiß nicht. Hier komme ich doch auch so hoch, oder? Nein, komme ich nicht. Okay. Ich hätte da eine Idee, ja. Hui! Yep. Oh, komm mal viel dazu.
geiler Soundtrack gerade wieder. Weiß gar nicht, ob er die Musik selbst gemacht hat. Namen schon wieder vergessen, aber das macht ja nichts. Na, schade, ich dachte, ich komme da gleich da hoch, aber egal. Ich will den Würfel. Also, das ist ein Sprungfeld. Ja. War jetzt nicht so schwer. Errungenschaft! Machst du, was du liebst? Ich wollte mir so ein Ding mal angucken. Die mal einfach einzusammeln. Hui! Tipp. Den zweiten Würfel habe ich jetzt keinen gesehen. Und es läuft ziemlich gut, muss ich mal so sagen. Hui! Es ist extrem flüssig. Weiß nicht, ob das im Video dann genauso gut rüberkommt, weil ich nehme leider nur in 60, in 30 FPS auf. Was einfach dem Festplattenplatz geschuldet ist. Für alle, die sich wundern, wieso. Es ist hardware-technisch kein Problem, in 60 oder auch 120 FPS aufzunehmen. Aber so viel Platz habe ich einfach nicht. Hier würde es gehen, aber mehr vielleicht. Hätte ich vorher wissen müssen. So, wie komme ich denn am dürfsten dahin, wo ich hin muss? Ich kann mal hier hochgehen. Genau, dann kann man nämlich einfach hier lang. Ja. Würfel. Kommen wir hier hoch. Jawohl. Und dann kommen wir auch zum Würfel. Ich wollte mir angucken. Na gut. Gut, scheint die Sonne wieder unterzugehen. Drei Knöpfe. Ich weiß auch nicht, was die Balken da zu bedeuten haben. Aber das ist echt gut gemacht, der Scheiße. Hätte ich vielleicht nicht hingehen sollen. Da! Knopf! Da hinten kommt was. Gehen wir mal dahinter. Hallo! Zwei Würfel. Der ist easy. Er zeigt nicht mal Würfel. Aha, okay. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Energiekern oder sowas. Hallo! So. Zack, 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 zack. So, ab. Hinter uns. Das war ja schon. Und ist auch ein Knopf. Geht dort was hoch? Die Schatten bewegen sich ja sogar. War nicht aufgefallen. Ich hab mein Würfel. Hui. Errungenschaft. Wen liebst du? Könnt ihr die Kommentare beantworten? Sehr interessant, die Errungenschaft hier. So. Wir haben einen Knopf. Da oben ist noch einer. Wie komme ich da ran? Jetzt finde ich irgendwo ein Sprungfeld. Hallo. Die Musik, ey, echt geil. Da komme ich nicht hoch. Achso, da muss ich hier durch die Röhre, ne? Yep. Easy. Zack. Zack. Und gelb. Danke, Errungenschaft. Was bringt dich zum Lächeln? Dieses Spiel, liebe Entwickler. Dieses Spiel. Ich glaube, da passt zeittechnisch auch. Sehr gutes Spiel. Ich finde, ja, ich ziehe mal so direkt mein Fazit hier. Oh, was jetzt? Ah, okay, wir könnten jetzt noch Würfel suchen. Ich
ganz winziger Blick in die Errungenschaften. Okay, ich glaube, wir haben alle Würfel. Also für eine es sind drei Errungenschaften, die mit Zeit zu tun haben. 4 Minuten unter 33% heißt wahrscheinlich unter 3 Minuten oder so, ich weiß nicht. Und in 8 Minuten und eine versteckte Errungenschaft. Aber ansonsten scheinen wir alles zu haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal zu dem Würfel. Ich denke mal, das passt. So. Ich schalte mal wieder auf den anderen Bildschirm. Oder können wir... Ja, ich schalte kurz einfach. 88%. Ach so. Battle Refund unter 33%? Das heißt, ich muss irgendwie schummeln. Gut, egal. Ich bleib jetzt einfach mal hier so. Bleib mal hier so stehen. Das Ding, weil das passt schon. Zeigt genau, was das Spiel ist. Und ganz kurzes Fazit zu dem angezockt, / durchgezockt so ein bisschen. Sehr geiles Spiel. Kann man bestimmt noch viel mehr spielen. Noch viel länger Spaß dran haben, wenn man gerade wenn man das mit die 33% und mit die 4 Minuten probiert. Ich denke mal, das könnte sehr interessant sein. Werde ich vielleicht auch später nochmal tun, also so für mich, wenn ich mal eine Weile habe. Und groß und ganzen kann man sagen, für die Hänge in Anführungsstrichen, was es kostet, kann ich es nur empfehlen. Macht gut Laune, ist definitiv ein sehr gutes Erstlingswerk vielleicht. Ich weiß nicht, ob es ein erstes Spiel ist. Aber von einer Person ist es völlig in Ordnung. Es kostet aktuell 3 Euro. Könnt ihr euch gönnen. Ich verabschiede mich jetzt auch. Also, good luck, have fun. Bis zum nächsten Game.